Willkommen auf Dirigo. Ich hätte niemals für möglich gehalten, dass ich jemals auf meinem Fußballkanal ein Unboxing drehe. Auf meinem Technikkanal, die Remania, drehe ich ja regelmäßig Unboxings. Aber ich dachte mir, es ist wirklich an der Zeit, mal hier auch ein Unboxing für den Fußballkanal. Und das hat sich halt eben jetzt auch angeboten durch das Sondertrikot des BVBs in der Saison 2022-2023. Ihr seht auch schon das Motto Kohle und Stahl. Ich muss sagen, die Packung gefällt mir wirklich sehr gut. Sie ist so ein bisschen angeraut. Und ich kann hier einfach mal das neongelbe Trikot daneben legen. Also ja, hier seht ihr auch noch schon die alten Legenden. Und das Trikot erinnert halt auch eben an den Champions League-Sieg damals, 97. Das Trikot soll ja auch so ein bisschen daran auch orientiert worden sein, das Design. Ich kann das ja Ganze mal öffnen. Ich denke mal, ihr erinnert euch noch schön an dieses Trikot. Für mich eines der schönsten Trikots, meiner Meinung nach. Ich lege das mal kurz zur Seite. Und jetzt kommt auch schon meine ganz, ganz große Kritik. Also mir kann kein Verantwortlicher irgendwie erzählen, dass das irgendwie nicht geplant war, diese Masche. Man hat das Ganze eben einen Tag vorher angekündigt, gesagt, ab 10 Uhr kann man das Trikot eben vorbestellen. Und es hieß von Anfang an, es ist nur auf eine bestimmte Stückzahl reduziert. Und deswegen war die Warteschlange halt auch wirklich so groß. Gerade auch das erste Kohle- und Stahltrikot aus dem Jahr 2019 oder aus dem Jahr 2019 zum 110-jährigen Jubiläum. Also ich war zum Glück damals im Stadion und konnte mir ein Trikot kaufen und erst danach ging dieser Hype um dieses Trikot los. Es gab so viele Trikots dann eben auf eBay Kleinanzeigen für 500, 600 € und die waren halt wirklich limitiert. Ich glaube 9.009 Stück waren das und auf jedem einzelnen Trikot stand dann auch eben die Nummer drauf. Und dasselbe Spiel hatten wir auch bei den neongelben Trikots. Da war der Ansturm so groß, die Server waren so überlastet und dann gab es am Ende so eine Mitteilung. Ja, wir werden nachproduzieren. Das Ganze wird dann eben auf 5, 7 Monate dauern, bis die dann eben ausgeliefert werden. Aber hier hat man eben genauso schwammig reagiert. Man hat hier einfach nicht eben aus diesen drei Fehlern gelernt. Es haben jetzt so viele Leute ein Trikot gekauft. Scammer, die das Trikot einfach teuer weiterverkaufen wollen. Fans sind nicht an diese Trikots gekommen. Sammler sind nicht an diese Trikots gekommen. PSF, die halt hier versucht haben, hier deutliche Gewinne zu erzielen, aber ich möchte auch nicht zu lang reden. Ihr könnt mir auch eure Meinung gerne unter den Kommentaren schreiben. Ich öffne jetzt einfach mal die Box. Und da seht ihr auch schon, wir haben hier nämlich so ein Stück Kohle im BVB-Logo. Ich hoffe, das seht ihr auch. Sieht wirklich sehr schön und edel aus. Das ist ja natürlich auch das Motto Kohle und Stahl, also von der Verpackung her. Gefällt mir das wirklich sehr gut. Und da ist das Trikot auch schon. Also vom Design her, diese einzelnen Elemente habe ich auch erst dann später auf den Bildern erst erkennen können. Hier zum Beispiel auch das Bundesliga-Logo in Schwarz gehalten. Sieht trotzdem ein bisschen billig aus, meiner Meinung nach. Das BVB-Logo ist auch eingestanzt. Das wurde jetzt nicht irgendwie mit der Nähte, dass man da dran ging, sondern es ist einfach nur eingestanzt, so wie bei den Trikots, glaube ich, von 2014 bis 2016 hatten wir das, glaube ich, auch. Oder von 2013 bis 2016. Ich hätte mir das ein bisschen wirklich gewünscht, dass man das so ein bisschen eingenäht hätte. Würde ein bisschen besser aussehen. Aber ja, ich muss sagen, ich werde wahrscheinlich das Trikot dann auch euch getragen zeigen. Ich habe es in XL geholt. Und natürlich, ich zeige euch auch den Vlog nochmal. Wir haben hier oben den Hashtag Borussia verbindet. Und auch hier im Vlog so einzelne Kohleelemente, die so Gesteine abbilden. Und ihr seht schon, ich habe natürlich auch von der Legende schlechthin Marco Reus. Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob er jetzt doch die Saison bleibt oder nicht. Und den dachte ich mir, es wird wirklich Zeit. Ich hatte das jetzt auch noch nicht in meiner Sammlung tatsächlich in Marco Reus Trikot. Deswegen dachte ich mir, es ist jetzt wirklich an der Zeit. Und der Vlog gefällt mir wirklich sehr gut. Normalerweise bin ich halt kein Freund davon, dass ich Spieler hier auf der Rückseite habe. Also ich mag es einfach nur clean, weil heutzutage ist man sich auch nicht sicher, ob die Spieler bleiben oder nicht. Bei Reus ist es einfach eine Ausnahme. Und sollte er tatsächlich, was ich nicht hoffe, im Sommer den Verein verlassen, dann möchte ich wenigstens ein Marco Reus Trikot in meiner Sammlung haben. Und ja, ich werde dann euch wahrscheinlich das Trikot dann auch getragen zeigen, je nachdem, wenn ich dann mit dem Schneiden eben auch fertig bin. Ah ja, hier, der Premium-Sponsor noch. Das heißt Premium-Sponsor, es ist ja nur noch der Ärmelsponsor, GLS. Ja, haben bei mir nicht geklingelt. Ich musste das Paket nochmal so einen Paketshop abholen. Also ich habe eigentlich gehofft, dass DHL das Ganze ausliefert, aber ja. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zum Trikot unter den Kommentaren schreiben, auch gerade zum ersten Kohle- und Stahltrikot. Meiner Meinung nach ist das halt ein bisschen hinrissig, dass man das Motto nochmals wieder hochholt und sich nicht einfach ein neues Motto ausgedacht hat, aber
Die Marketingmasche hat auf jeden Fall geklappt, aber ich hoffe, es hat wirklich, oder jeder, der Fan davon ist, vom Verein, jeder, der Fan von diesen Trikotsammlungen ist, ist hoffentlich auf seine Kosten gekommen und konnte sich auch so ein Trikot vorbestellen. Und ja, also vielleicht nochmal hier das 1:1-Logo, das ist auch nur eingestampft. Das ist okay. Vielleicht beim Logo hätte ich es mir ein bisschen gewünscht, wenn man da so mit der Nähte rangegangen wäre, aber ja. Das war's auch mit diesem Video. Ich hoffe auch, dass der BVB dann heute eben auch gegen Leipzig gewinnt. Je nachdem, wann ich mit dem Video schneiden fertig bin. Wenn ich Zeit habe, kommt das Video dann eben heute noch online. Ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Video zu schauen. Wenn du auch meinen Technikkanal eben vorbeischauen willst, kannst du gerne vorbeischauen. Die Remania heißt der Kanal. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch über hier ein Abo freuen, damit du auch in Zukunft keine weiteren wichtigen Videos mehr auf Derigo verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Deriakos.